Seid gegrüßt, liebe Alunauten. Es geht weiter mit Alu 1800. Beim letzten Mal habe ich ja krampfhaft die Schiffe gesucht, die für uns unterwegs waren auf Expedition. Apropos Expedition. Weltkarte. Weltkarte. Vielleicht sind die hier noch irgendwo und eiern rum. Was haben wir? Oh Gott. Der Kampf der Kuriere. Rettungseinsatz. Spezialisten retten. Ach du Schande, was ist denn hier los? Ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwo die zoologische Expedition. Ich habe echt Bock, dass wir was losschicken hier, ne? Was ist das hier? Archäologische Expedition. Wäre für ein Museum cool, das wäre für ein Zoo cool. Eden am Ende. Stolz und Marktanteil. Der silberne Käfig. Ey, das ist ja unfassbar, Leute. Aber ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir hier unsere Schiffe wiedersehen. Oder der kommt irgendwann zurück. Ich glaube, da ist zwar bald nicht dran, aber... Die alte Welt, die neue Welt. Und hier ist das da. So, Neue Befehle? Ja, Mann! Mach mal hier. Immer angeln. Sind unterwegs. Fahr mal dahin. Ja, und dann tauchen wir da. Komm, wir gehen jetzt mal tauchen heute. Ach stimmt, jetzt sind alles versunkene Schiffe. Wahrscheinlich heben wir hier einen Schatz oder so, wa? Oh, warte mal. In die Tiefe. Ich hab da gerade nämlich voll Bock drauf, dass wir ein bisschen rumangeln. Ach okay, das war's schon, oder was? Na dann komm her. Pfeil drehen. Tja, wollen wir den Clipper mitnehmen oder wollen wir so ein großes Linienschiff losschicken oder wollen wir hier erstmal eine sich selbst versorgende kleine Siedlung errichten? Der Nachbar mit dem Trecker ist noch am Rumtreckern. In die Takelage. Hallo, du bist da, Muschelfischer Linienschiff. Wir müssten unbedingt bei ihr wieder Aufgaben machen, ne? Hier. Eine Handvoll Blüten. Ein Geschenk? Ja, nee, Alter. Die Kälte weicht der Wärme. Danke. Sie sind nett. Na, dann segeln wir doch zu dir, Mädchen, wenn du uns was schenkst. Dann komme ich natürlich. Nein! Halt! Na, hast du was zustande gebracht? Ja. Das war eine schöne, runde Sache. Dankeschön! Das Ding ist nur eine bestimmte Zeit gemietet, ne? Unser Tauchboot. Oder ist der schon wieder weg? Nö. Nö, den haben wir noch. Also, wie lange haben wir denn den? Ich lasse sie mal schneller hierher kommen. Ich will mich mal hier... Warte. Wir gehen in die alte Welt. Weil... ja, wollen wir Clipper losschicken? Auf Expedition? Oder wollen wir hier so... Achtung, losschicken? Admiral anwesend. Weil ich hatte fast das Gefühl, die Schiffe, die kommen dann einfach irgendwann nicht mehr wieder. Die sind dann halt einfach mal voll weg. Santa Maria. Santa Maria geht auf Expedition. Ich hätte gerne... Die zoologische von da oben aus der Arktis. Santa Maria, wo ist er? Da. Wir haben eine echt schlechte Moral auf allen Schiffen. Hör mal auf. Auf Kurs. Ja. Fusel. Fusel ist gut, Ludwig. Schiff unter Beschuss. Echt jetzt? Wartet. Bin noch nicht so weit.
Jagdglück. Glaube, so viel war okay. Was zu essen, wenn nicht schlecht. Hilft ja alles nicht. Komm, dann hauen wir hier. Was hat man hier? Kanonen. Fahr los. Wer wird angegriffen? Was? Erwarten neue Horizonte. Naja, fahr mal. Ruder übernehmen. Sammel das mal ein. Charakter-Item. Sind unterwegs. Warte mal. Es wurde auch Zeit. Wieder festen Boden unterwegs. So, wenn ihr in der kommt, wird er weggeflackt. Meine Schiffe durchkämmen die Welt mehr. Mach doch. Bin trotzdem leicht verwundert. Was können wir denn hier kaufen? Oh, ich wollte Ihre Majestät. Das war nur Clipper, das hier auch, ne? Oh. Ja. Kann man hier Schiffe kaufen? Aufgabe. Schnüffelt hier rum. Weshalb nicht ein wenig vom täglichen? Na klar, ganz komm. Leicht davon. Einmal Treibgut, bitte. Komm, kann die Fregatte machen. Ei. Der Pflicht. So. Bis ans Ende der Welt. Voll krass, Mann. So. Bereit für den Einsatz. Komm, lad mal aus hier. Okay, hier kommen Piratenschiffe. Das ist natürlich Käse, aber das Ding macht schon mal ordentlich Kasala. Das ist schön. Ich wollte noch eine Expedition losschicken. Und zwar Expedition. Halt, stopp. Ein Linienschiff haben wir noch. Ah, ich würde ungern ein Linienschiff losschicken. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Ja. Sie sind gütig. Museum. Wo waren das? War das hier? Da. Dran anhalten. Hau raus, Junge. Wir gehen angeln. Denkst du, ich wäre so weit gekommen, wenn ich alles wegwerfen würde? Bring mir den Schrott. Ich poliere ihn auf. Bleib locker. Halt. Zum Horizont. Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Oh, ich will ja nicht dahin springen, ne? Diese olle Karten hin und her, ich jumpe hier, das ist... Nicht schlecht, was? Ich kann aus deinem nutzlosen Abfall was machen. Was ist das denn? Wenn du mir den Kram gibst. Okay. Geil. Ey, das ist unser Schiff anscheinend, oder? Das ist nicht gemietet. Na, keine Lust mehr, nichts als Schrott herauszuf... Gib Acht vor den Kraken. Sie umklammern ihre Schätze mit aller Macht. Tauchen sie bei
Ach, die Tante will auch, dass wir tauchen, ja? Ist schon wieder sehr merkwürdig. Was sind das hier? Events. So. Hier wollte ich, glaube ich, auch herkommen. Der Kle- Oh, ho, 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 ho. Wir haben Gold vom versenkten Piratenschiff. Kann man ja mal mitnehmen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. So, das ist fette Karre. Fette Karre geht auf Expedition. Und zwar holen wir... Was für ein Museum, bitte? Fette Karre. So. Redegabe. Na, das läuft doch. Dann brauchen wir ja nicht weitermachen, wa? Abfahrt. Hauptsache, funktioniert auch. Dann kriegen wir was für das Museum und wir kriegen was für den Zoo, dass das hier wunderbar und super schön wird. Oh, war vielleicht auch nicht so gut, oder? Okay. Hier zwischen eine Straße? Ja, nicht so verkehrt. Warte mal. Klassisch, Geschenke. Offenkundig sind wir nicht die Ersten, die Old Nates Dienste beanspruchen. Doch bei Gott, wir werden die Ersten sein, die das Zepter bergen. Brett. Sagte die Frau. Fliegende Fische! Oh, oh. Gestatten, Vasco Oliveira. Guten Tag. Ich verwalte die höchst vertraulichen Geschäfte von niemand Geringerem als König Joao, Herrscher von Acoroa oder auch La Corona, wie der Plebs zu sagen pflegt. Wir sind nur gekommen, um einem einstmals mächtigen Imperium am Grab seiner größten Flotte die letzte Ehre zu erweisen. Seine Beweggründe sind allzu offensichtlich. Sie gleichen sich mit unseren Motiven, das Zepter wiederzuerlangen. Unsere diplomatischen Beziehungen zu La Corona würden einer Konfrontation nicht standhalten. Ihr müsst ihrem Abgesandten mit redlichen Mitteln zuvorkommen. Ich muss ja nicht, Mädchen. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Ha. Und jetzt, los, hau raus. Tauchen, tauchen, tauchen. Taucherglocke ist cool. Ist das etwa... wohl wahr? Das Tagebuch von Admiral Nadaski, dem engsten Vertrauten meines Herrn Vaters? Ach, mit immer. Dieses durchweichte Tagebuch befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Er ist halt nass. Ihr habt nicht zufällig Restauratoren zur Hand? Ich kann dir den Handtuch reinpacken, wenn du möchtest. Admiral Nadaski mag auf der Seite der Sieger gestanden haben. Doch Vater sagte immer, das Zepter sei durch seine Leichtfertigkeit den Wellen anheimgefallen. Neue Befehle? Ja, weiß ich auch noch nicht. Wo soll man das hinbringen? Wendemanöver! Wo soll ich damit... Warte mal. Locken Sie Restaurateure an, Handwerker.
Oh, jetzt müssen wir eine Stadt bauen, ne? Ach, ei der Daus. Abdrehen beginnen! Wollen wir die Flunder und jetzt. Erwarten neue Horizonte. Oh ja, wir lassen mal hier stehen. So, was wollte ich denn machen? Ich wollte was machen, glaube ich. Wollte ich was machen? Wenn ja, was wollte ich machen? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Das ist für das Museum. Du fährst bitte sofort in die alte Welt. Na da. Sehr schön. So geht das. Ich wollte nach Afrika, verdammt. Komm. Wir werden erstmal ein Volk ansiedeln, dass wir hier vielleicht ein paar Steuereinnahmen haben. Das wäre nicht verkehrt, oder? Wie viele haben wir an? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Verdammt. Es ist jetzt Baumaterial alle. Hau ab! So. Mehr Bauernhäuser. Brauchen wir so ein Ding. Machen wir mal zwei. Okay. Dann machen wir mal zwei Holzfäller, hätte ich gesagt, und zwei Sägewerke. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Warte, ich gehe los. Die Produktion läuft. Zeig mal. Ey, was ist denn das hier? Verbrauch der Bedürfnisse. Nö, 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 nö. So was. Ah, aber irgendwann sind die Dinge alle aufgebraucht, ne? Hau raus. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Du bist aber auch eine nervige Frau. Dorf. Wir brauchen noch ein Marktding. Und irgendwas zum Feuer ausmachen, was brennt. Und was zum Kehle nass machen, damit es nicht mehr brennt. So. Fisch kommt. Schnaps. Ah ja, nach und nach. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Fisch. Haben wir ihn noch irgendwo? Auf die alte Dame ist Verlass. Rohstoffschrott. Naja, behalten wir mal. Die Holz. Die arbeiten aber, oder? Ja. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Geil! Schönen Tag auch. Gleichfalls. Wo wollte man hin? Ich wollte gucken, ob die Hürden alles machen, was sie sollen. Da. Wasser ist eine Urgewalt. Ja. So wie die Menschen. Doch mit Willenskraft und Entschlossenheit kann es zum Nutzen aller gezügelt werden. Tada! Wasser ist in Enbesa sehr knapp. Binyam und ich haben deswegen ein Bewässerungssystem ausgearbeitet. Oh, okay. Nee, genau. Das dachte ich mir nämlich schon bald. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Stadtteil. Cool! Pass mal auf. Ah, schwierig. Können wir das drehen? Meh.
Es braucht nicht viel, um mehr Land. Bleib locker, Junge. Ja, jetzt habe ich den abgerissen, ist ja klar. Was ist denn das hier alles? Ornamente. Ich will das da. So, guck gleich beim ersten Mal. Da muss noch ein Weg ran. Ein Lagerhaus haben sie nicht. Das stimmt. So. Okay, er macht einfach nur irgendein Holzzeug, ne? Was hast du denn? Was ist denn hier? Anbaufläche, 84%. Okay, okay. Genügend Anbaufläche verfügbar. Warum? Ach so, wie in dem Berg war. Naja, Pech gehabt. Ah, sieht schon cool aus, wenn Wasser hier drin läuft, oder? Der Kanal in Afrika. Gut. Okay. Flachs-Nutzflächen. Wo gibt's Ruinen? Da? Oh, sind die alle abgewandert? Warum denn bitte? Weil wir nicht. Nein! Leinen los! Ah, jetzt muss ich erstmal in Kofen gehen. Kann ich bei dir was kaufen? Sicher hast du mir eine kleine Spende mitgebracht. Für die Waisenkinder. Quatsch mir nicht voll. Mann, ich brauche Holz. Ich hab verkackt. Alles bereit? Ja. Wir teilen dieselbe Blut. Jetzt wurde Quatsch. Wir müssen ein Schiff holen. Mit Bretter. Verdammt. Und wir haben alle weggeschickt, ne? Nee? Ei. Doch. Du? Ja, du bist ja langsam, ne? Du aber auch, glaube ich. Ja, pack ein. Bretter. Okay. Ach komm, mach voll. So, damit fährst du bitte nach, da. Da. Viel Glück, mein Freund. Ha, so, was ist denn hier warenbestandstechnisch? Ach du Schande, der paddelt sich ja ewig ein ab hier. Was ist denn hier eigentlich los? Na, wo es wird mehr, das ist okay. Brot könnte mehr sein. Mehl bleibt gleich. Warte mal, wir müssen. Ah, wie war denn das? Ich würde gerne noch einen Bäcker und eine Mühle bauen. Oh, das ist teuer, ne? Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich... Komm, du kannst, weil, ne? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wo denn? Ach, direkt vor der Haustür, das ist aber nett. Das wäre natürlich eine schöne Insel für uns gewesen, aber du machst es schon.
Jetzt natürlich alles verlassen. Verdammt, warte mal, können wir bei der Tante handeln? Verkaufst du schon was? Negativ. Bin nur mal gespannt, was unsere Expedition so machen. Läuft, ne? Rettungseinsatz. Admiral! Admiral! Ach, als hätte ich es geahnt. Was ist denn los? Man sagt, die Insel der Toten sei in Wahrheit gar nicht tot. Eine Legion aus Skeletten soll die auf ihr verborgenen Geheimnisse bewachen. All die Abenteuergeschichten, die ihr als Kind so geliebt habt, jetzt könnt ihr sie selber bla bla bla. So. Ah, sträubende Schrecken. Geil. Sicherlich überwiegt die Verheißung auf wertvolle Schätze. Oh. Wir folgen ihnen ins Verderben. Mach weiter. Kam das Schiff eigentlich wieder? Mann, du sollst einfach ein Tier mitbringen. Anlegen, einfangen. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Nehmt mir nicht mein ganzes Land weg, ihr Affen. Mann. Nischt es. Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe? Ja, dankeschön. Pass auf, wir machen das anders. Routen falsch. Ich wollte zur Diplomatie. Ha. Aber sicher. Einen habe ich noch. Nimm diese Karte hier in die Hand und ich sage dir gleich, welche es ist. Du findest langsam Gefallen daran, nicht wahr? Nee. Aber ja. Ich bin stolz darauf, mir den Anstand bewahrt zu haben, angesichts dieser Umstände. Unmöglich. Eieiei. Oh, ist das übel? Okay. Damit könnte eventuell alles wieder... so viele Typen. Mann, ey. Ich brauche jetzt meinen Scheiß. Mach mal hier mit Bretter und so. Gibt's hier keinen fliegenden Holländer? Kann man bei dir handeln? Ich habe einen ganzen Haufen Zeug. Ja, von allem ein bisschen. Du bist echt der Trenchcoat. Eieiei, mit Zopfmütze. Ach. Wir schlingern ins Ungewisse. Was ist denn los? Die Amazonen. Ja. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie sie. Ich komme eigentlich aber mehr als genug Aufgaben gerade, oder? Wir brauchen hier erstmal Holz. Wir haben ja hochgradig verkackt. Nein. Ich hab dir gerade was geschenkt. Du willst eine Allianz und dann sagst du. Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Meine Bannerträger betreten neues Land. Wo? Schiff unter Beschuss. Schön. Hör auf da. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Und kann ich schießen, das Ding, ne? Naja, bring mal mit. Machen wir platt. Wo denn? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gott sei Dank. Neue Befehle? Ja. Ah, wo kam denn der her? Ach du Schande. Ich sehe bald nicht mehr durch. Lassen wir den hier. Fahr mal wieder los, mein Kleiner. Will hier jemand aufsteigen? Wenn ja, warum? Wenn nee, warum nicht? Oh, das war nicht gut. Wir brauchen Arbeiter. Dafür müssen wir ein paar Bauern opfern. So.
Okay, alles ist im grünen Bereich, aber wir müssen bald neue Häuser bauen. Richtig, richtig. Aufsteigen wollt ihr noch nicht? Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Ja. Immer noch kein Rum? Warum kein Rum? Hau ihn weg! Treib gut, treib gut, treib gut, treib gut, treib gut, treib gut. Komm, wir holen das. Routen. Wo ist denn das Ding? Schiffe. Ein Schiff erster Klasse. Und wieder eine Aufgabe offen. Ja. An die Segel und los, mal hin, wir haben nicht mehr lange. Komm. Niemand steigt einem Wibblezock auf die Zehen. Du, Mann, haut mir ab hier. Arsch und Zwirn. Ja, ist gut jetzt. Waren ihre Nachfolger. Alles scheint in Ordnung. Auf die alte Dame ist Verlass. Dankeschön. So. Was hast du denn eingesammelt? Wir helfen, wo wir können. Handelskammer. Beeinflusst Brillenfabrik. Mhm. Naja. Haben wir irgendwo eine Schiffliste eigentlich? Überfahrt. Handel. Hopfen, Paprika. Hä, sag mal, fehlen uns Schiffe? Der kommt gerade nach Hause. Okay, da müssen wir nochmal... Oh Gott. Warte mal. Hier ist alles voll. Steht hier nicht... Hä? Handel. Sag mal... Wo sind unsere ganzen Schiffe? Die Hütte ist voll mit Rum. Sag mal. Feine Sache. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir hier Rum endlich mal rüberkriegen. Irgendwas funktioniert hier ganz und gar nicht. Sag mal, holen uns hier die Piraten ständig weg? Das wäre natürlich nicht so schön. Und wenn ja, warum kriegen wir das nicht mit? Gut, dann kümmern wir uns da beim nächsten Mal drum, Freunde. Wir haben erfolgreich mit einem Tauchschiff so Sachen geholt und müssen gucken, dass wir den Rum endlich mal aus der Karibik zu unseren Suffköppen nach Hause kriegen. Ja, das ist die Aufgabe für nächstes Mal, Freunde. Ich freue mich, ich bin gespannt. Wir werden sehen, was draus wird. Und ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dahin, mach ich Quatsch. Und renn ihr hauen.